Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Haul, einem, ihr seht es hier, Koro-Haul, denn ich habe Algensnacks für mich entdeckt. Die Algensnacks, die hatte ich ja mal einmal in der U-Try-Box drin. Ich weiß nicht, ob das Video schon online gekommen ist, wenn ihr das Video seht, aber da hatte ich Algensnacks drin. Oh, die sind so lecker. Ich sag's euch, da könnte ich mich reinlegen. Und bei Koro gibt es auch Algensnacks, und zwar besondere Algensnacks. Die zeige ich euch gleich, und deswegen habe ich bestellt. Und deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr bestellt. Und das will ich euch natürlich jetzt alles zeigen, denn das ist alles in diesem sehr großen, aber nicht allzu schweren Paket drin. Und das werden wir jetzt miteinander auspacken und miteinander besprechen. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspieler verlinkt. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Ja, die Sachen, die jetzt ich gekauft habe, die haben um die 50 Euro gekostet. Sie waren nicht billig. Ihr wisst es, Koro ist einfach auch teuer. Es ist leider so, aber ich habe es mir jetzt mal gegönnt. Ich habe es jetzt einmal bei Koro bestellt. Das war damals für 100 Euro. Habe ich von meinem Mann die Hälfte, glaube ich, gezahlt bekommen. Dafür habe ich keinen Adventskalender von ihm gehabt, aber ich habe selber genug gehabt. Genau, und jetzt musste wieder was her. Ich muss sagen, alles, was ich bisher von Koro getestet habe, war mega. Also ich hatte tatsächlich bisher noch nichts Schlechtes von Koro. Und deswegen durfte noch mal was her. Und da gucken wir jetzt rein. Das erste hole ich schon raus und das habe ich tatsächlich auch schon aufgemacht. Ich weiß ja, was ich bestellt habe, und da habe ich tatsächlich schon ein Drittel davon gegessen. Und zwar habe ich mir einmal bestellt die Bio-Mais-Bällchen in Vollmilchschokolade mit Kokos. 150 Milligramm sind das. Halten bis 10.10.23. Die sind so lecker. Das sind tatsächlich Maisbällchen. Die Maisbällchen sind dann umhüllt mit Schokolade und dann ist nochmal Kokos mit drauf. Die sind so gut, ich sag's euch. Ich könnte mich reinlegen, da werde ich heute auf jeden Fall auch wieder ein weiteres Drittel essen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die werden relativ schnell weg sein. Und die gab es nicht nur in Vollmilch, also das ist jetzt Vollmilchschokolade, sondern die gab es auch noch einmal in weißer Schokolade. Da bin ich so gespannt. Also ich denke, dass die auf jeden Fall so in Richtung Raffaello schmecken werden. Bio-Maisbällchen mit weißer Schokolade, die kosten einmal 150 Euro. 150 Euro. Genau, das sind auch wieder 150 Gramm, genauso wie die Vollmilchschokoladenbällchen. Also wirklich, die sind echt gut. Ich glaube, die waren auch gar nicht so teuer, wenn man jetzt das betrachtet, was die Sachen sonst bei Koro kosten. Deswegen, die durften noch einmal mit. Und weil es natürlich nicht reicht, habe ich mir auch noch die Bällchen nochmal geholt. Und zwar dieses Mal in Bio-Mais-Bällchen in dunkler Schokolade. Aber dieses Mal ohne Kokos. Ja, also das sind tatsächlich nur Bällchen in dunkler Schokolade. Fand ich auch mega interessant. Und wie gesagt, die haben, glaube ich, wenn ich mich nicht alles täusche, nicht so wahnsinnig viel gekostet. Deswegen durften die einmal mit. Dann habe ich einmal geholt. Das Paket ist draußen gestanden, als der Sturm kam tatsächlich. Deswegen ist es etwas nass geworden. Und deswegen habe ich das Paket auch schon aufgemacht, sonst hätte ich es mit euch geöffnet. Weil ich nachgucken musste, ob alles schön heil bleibt. Und die Verpackung sieht leider nicht mehr so toll aus, weil die ist auf jeden Fall auch nass geworden. Aber das tut dem Ganzen nichts, weil das innen nochmal extra verpackt ist in so einer Silberfolie. Und deswegen war es nicht schlimm. Aber ich musste eben gucken, wie sie verpackt sind, dass mir die nicht schlecht werden, weil es wäre natürlich schade, so viel Geld auszugeben und dann die Hälfte wegschmeißen zu müssen. Und zwar habe ich von Koro noch einmal gekauft die Haferkekse mit Schokodrops. Ich liebe Haferkekse und mit Schokolade erst recht. Also die werden wahrscheinlich bei mir auch relativ schnell weg sein, weil ich liebe einfach Haferkekse. Es sind wie viel Gramm? 200 Gramm auf jeden Fall. Ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Es sind einfach zuckerfreie Haferkekse mit dunklen Schokoladenstückchen mit Süßungsmittel. Ich liebe Kekse. Nehme ich vielleicht auch mit in die Arbeit, dann kann ich sie ein bisschen teilen. Dann habe ich, da habe ich auch noch geguckt, das seht ihr schon, nochmal Kekse gekauft. Und zwar dieses Mal die Hafer-Doppelkekse mit dunkler Schokoladenfüllung. Das sind dieses Mal 180 Gramm, nicht 120. Und es ist im Endeffekt dasselbe, nur eben in anderer Variante, weil da waren jetzt Schokodrops drin und hier ist so eine richtige Schokoladenschicht dazwischen. So ein bisschen wie die Prinzenrolle, halt nur mit Haferkeksen. Die durfte einmal mit und die sind eben auch Gott sei Dank in so Silberfolie eingepackt. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie die schmecken. Aber wie gesagt, ich liebe Haferkekse und die waren tatsächlich vom Preis her auch okay. Also ich glaube, dass die beide so um die 2 Euro gekostet haben. Für das, dass es Bio-Haferkekse sind und eher nachhaltiger, finde ich es nicht schlecht. Beziehungsweise nicht teuer. Gibt es teurere Kekse. Dann habe ich noch gekauft. Die waren, glaube ich, tatsächlich im Angebot. Habe ich mir gedacht, für Weihnachten schon. Wie lange halten die? Tatsächlich bis 30.12.23. Also dieses Weihnachten müssen die aufgegessen werden. So, jetzt war leider meine Speicherkarte leer, deswegen musste ich sie wechseln. Sie war nicht
leer lieber voll. Meine Güte, jetzt wird es Zeit, dass ich aufhöre. Ja, ich komme heute aus der Arbeit und jetzt habe ich noch gefilmt. Reicht langsam. Ich habe aber noch 2 Boxen, das ist das Problem. Aber 3 Videos habe ich schon aufgenommen, das ist jetzt das 4. 2 habe ich noch. Über die Hälfte habe ich schon. Und zwar war ich gerade bei den Gewürzspekulatius, das habe ich schon gesagt. Also die halten genau bis 30.12.23, ist natürlich perfekt. Sobald es so ein bisschen weihnachtlicher wird, also ab 1. November, ich kenne mich ja nach Halloween, kommt bei mir die Weihnachtsstimmung auf und dann werden die auf jeden Fall geöffnet. Das war aber nicht alles, denn ich habe noch was gekauft. Und zwar, bevor ich euch das zeige, weswegen ich eigentlich eingekauft habe, ja, hier sind übrigens noch die Spekte drin. Einmal von Ergo, einmal von Weinfürst, ein Weingutschein, und einmal von Kuro Beilage. Sind da Rezepte drin? Rezepte wären natürlich toll. Ach, da ist tatsächlich ein Rezept. Ja, werde ich mir auf jeden Fall durchgucken. Das werde ich mir aufheben. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte euch das andere zeigen. Und zwar habe ich hier noch gekauft einmal die hauchdünnen Cracker. Da habe ich auch schon eine Zimtversion gekauft. Die habe ich ehrlich gesagt noch nicht gegessen. Muss ich unbedingt machen. Und zwar hauchdünne Cracker mit Kümmel. Ich liebe Kümmel. Wenn ich eins mag, dann ist Kümmel. Und deswegen durfte ich den Cracker einmal mit, weil ich liebe Kümmel. Kann ich nur oft genug sagen. Ich glaube, ich mache mir die dann auch gleich auf. Da habe ich jetzt echt Bock drauf. Einmal die Kümmelkekse. Und weil das natürlich noch nicht reicht, stehen hier eigentlich die Preise drauf. Tatsächlich nicht. Kann euch aber die Preise natürlich einblenden. Habe ich mir noch gekauft. Und passenderweise dazu, ich glaube, waren die runtergesetzt? Die waren auf jeden Fall auch nicht sehr teuer. Einmal die hauchdünnen Cracker Pizza Version. Doch, die dürfen auch einmal mit. Habe ich gedacht, warum auch nicht? Dann habe ich alle, es waren tatsächlich alle Cracker, die es gibt. Zimt, Pizza und Kümmel. Passt überhaupt nicht zusammen. Ja, ich glaube, die Zimt-Cracker werde ich mir aber auch wieder bis Weihnachten aufheben. Ja, ich habe Hunger. Und dann das Letzte, das ich mir bestellt habe, ist das, warum ich eigentlich bestellt habe. Und es ist sehr aufgeboostert. Wirklich sehr aufgeboostert, warum auch immer. Ich hoffe, also hier ist auf jeden Fall was. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Vogelverpackung hier. Das sieht bloß so riesig aus. Da ist gar nicht so viel drin hier. Und zwar haben wir hier einmal 500 Gramm Algenchips mit Sesam und Mandel. Ja, wie gesagt, ich habe die Algenchips für mich entdeckt. Und da gibt es eben Algenchips mit Sesam und Mandel. Ich liebe Nüsse, ich liebe Sesam und ich liebe Algenchips. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist der Mega-Snack für mich. Genau, und deswegen dürfen da einmal 500 Gramm mit. Das war tatsächlich auch das teuerste, weil die, ich glaube, 22 Euro, dass sie gekostet haben. Also die waren wirklich nicht billig. Aber ich habe mir auch Algenchips, also diese Algenblättchen bestellt von Amazon. Einmal Wasabi-Version und einmal diese normale Sea Salt-Version. Das hat man auch schon ganz schön viel. Und da ist weniger drin. Also hier habe ich 500 Gramm. Und ich habe zum Beispiel 16 Packungen mit 4 Gramm bestellt und kosten auch 20 Euro. Und das ist weniger. Deswegen, wenn die schmecken, werden die auf jeden Fall nächstes Mal gekauft und nicht die von Amazon. Ja, genau. Und das war tatsächlich alles, was ich gekauft habe. Es war auf jeden Fall auch genug. Wie gesagt, ich habe 50 Euro ausgegeben. Schon wieder für Essen. Ich wollte es nicht, aber ich habe es getan. Nein, also wirklich bis jetzt alles, was ich von Kuro hatte, war mega und kann ich euch mega empfehlen. Deswegen habe ich da auch echt unbedenklich bzw. ohne nach. Ja, auch ein bisschen ohne nachzudenken, also ohne viel überlegen zu müssen, eingekauft, weil die Sachen wirklich gut sind. Ja, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Das war meine Bestellung bei Kuro. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder die nächste Zeit versorgt. Ich bin auch für den Winter schon wieder versorgt. Wie gesagt, die Kekse nehme ich vielleicht auch mit in die Arbeit, dann kann ich sie ein bisschen teilen. Freuen sich immer, wenn man Kuchen oder Kekse mitbringt. Genau. Und ich freue mich schon auf den Winter, auf die Spekulatius. Und denn es ist gerade diese Woche über 30 Grad und ich bin kein Mensch, der warmes Wetter, sehr warmes Wetter macht. Also ich war froh, dass es wärmer geworden ist, aber ich hasse es, wenn es dann über die 30er Marke geht. Deswegen, jetzt darf für mich der Winter wiederkommen. Ja, ich weiß, viele wollen das nicht so, aber ich bin halt einfach ein Wintermensch. Jetzt beenden wir das Video, damit ich die anderen 2 Videos noch aufnehmen kann. Ich hoffe, ich habe das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir einen Kommentar da. Habt ihr von Kuro was getestet und was ist euer, wenn ihr schon was getestet habt, bis jetzt euer Favorit von Kuro? Das würde mich mega interessieren, weil dann werde ich mir das vielleicht mal holen und testen. Wie gesagt, ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon die Himbeerbällchen kann ich euch empfehlen. Die finde ich mega lecker. Und diese Schokobällchen, diese Maisbällchen sind auch echt mega lecker. Und sonst habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nichts probiert, obwohl ich so viel habe. Muss ich jetzt echt mal machen. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein Video mehr, also kein Unboxing, kein Gewinnspiel, keinen Haul, kein gar nichts. Würde mich mega freuen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.